Einen wunderschönen wünsche ich euch und willkommen zurück zu diesem Sphere die 100 Baby Challenge. Es ist Nacht, 1:32 Uhr und wer steht als erstes auf? Veronika. Diese Frau macht mich wahnsinnig. Warum steht man mitten in der Nacht auf? Voller Elan sogar. Und flipp. Ich bin wach. Hallo. Na gut, dann tust du erstmal aufräumen. Dann würde ich sagen, könntest du mal bitte. Ach, du kannst eigentlich hier mal. Ja, mach mal Onigiri. Was denn los mit dir? Was denn los? Böse gesinnt. Na ja, gut, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Das Rumgeningel. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Frühe Vogel kann mich mal. Ganz ehrlich. Obwohl ich sagen muss, ich habe auch solche Phasen, dass ich 2:30 aufstehe. So zwischen, ah gut, zwischen 2 und 4. Aber das ist dann meistens, wenn ich aus der Nachtschicht komme. Sie ist ein Vielfraß. Hat sie von ihrer Mutter geerbt. Wenn ich aus der Nachtschicht komme, dann schlafe ich ja meistens, also freitags schlafe ich dann bis um 12 und gehe dann abends zusammen mit meinem Männle ins Bett. Das klang auch komisch eigentlich, ne? Naja, schlafen, hinlegen, schlafen. Und bin dann meistens aber schon zwischen 2 und 3 ausgeschlafen. Werd dann natürlich das nächste Mal 12 Stunden später dann wieder müde. Aber schaffe es eigentlich meistens wach zu bleiben, bis dann abends wieder ich ins Bett muss. Ja, es ist gar nicht so einfach, alles. Ja, von mir aus ist noch mehr. Du könntest dann trotzdem bitte auf Toilette gehen, die Badewanne mal sauber machen, duschen gehen, Zähne putzen gehen und dann tust du mal derweil deine Zusatzaufgaben erfüllen, damit du einfach nicht im Weg bist. So. Wenn nämlich der Nächste dann aufsteht. Ganz einfach. Hast du jetzt überlegt, wie das funktioniert, was du jetzt machen sollst, oder was war das jetzt? Gruselig. Nur fein Schruppi-Schruppi machen, fein Schruppi-Schruppi. Ja, auch Kinder können im Haushalt helfen. Oh, hier ist jemand wach. Mir krabbelt's gerade. Dann kannst du hier erstmal ein Gerichtchen nehmen, Schätzlein. Dann gehst du auf Toilette. Dann gehst du bitte duschen. Und dann tust du bitte Zähne putzen. Das Rumgeheule, ey. Hat das bald mal ein Ende? 2 Tage noch. Oh. Zwei Tage noch.
So, das nächste Kind ist auch wach. Was denn jetzt? Huch! Du musst erst. Da gehst du erst. Naja, die ist jetzt noch nicht fertig, nein. Dann gehst du erst mein Gericht nehmen. Dann gehst du auf Toilette. Gehst dich duschen. Und Zähne putzen. Nee, die Kinders. Oh, Pampini, you boy. Ja, ich verstehe das doch. Ich kann es nachvollziehen, aber bitte hört auf. Wenn da so 7, 8 Leute rumhiningeln, das ist schon ganz schön anstrengend. Zusatzaufgaben kannst du noch keine machen, nein. Aber du könntest deine Projektarbeit dann mal anfangen. Noch ist ja Zeit. Und du genau das Gleiche. Ich habe hier auch mehrere Outfits eingestellt. Naja, gut. Was seid denn ihr für Dreckschweine? Ich soll Zähne putzen. Mutti ist aufgestanden. Oh je, Mutti muss bollern. Mit einmal, wie immer. So, ein Gericht nehmen, ein Gericht nehmen, ein Gericht nehmen und ein Gericht nehmen. Los. Patsch, 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 patsch. So, du bist jetzt fertig? Naja, es ist noch ein bisschen Zeit. Du kannst erstmal hier stricken. Fortsetzen. Du tust dann erstmal hier bitte sauber machen. Bist du unterwegs eingeschlafen? Wo willst denn du hin? Hier, setz dich ins Schaukelstuhl. Stricken. So, stopp. Du, nein. Du, Toilette. Zähne putzen. Jetzt. Oh nein, die Wehen haben eingesetzt. Also hier Nuff.
und ein Baby bekommen. Es geht los, Lisa! Sag mal, du bist doch besoffen. Oh. Dafür hatten wir doch keine Zeit. Mach jetzt. Es geht los, geht los, geht los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Maya. Eine Maya. Oh, Venusa. Oh, Herxa. Lisa und Alexander haben ein Baby bekommen. Füttern. Du musst dich erstmal um dein Kind kümmern. Liebkosen, hüpfen, Grimassen schneiden. Renny Jorg. Hier, ihr zwei auch. Und du gehst auch gerade. So. Woody? Wir könnten uns ja jetzt mal nach dem nächsten Mann bemühen. Eden? Eden ist gar nicht mehr drin. Ach doch, hier. So. Ist noch was zu essen da? Tatsache. Dann kannst du mal hier Frühstück servieren. Pfannkuchen. Ew. Sensibi Kinneku. Swarspa Gethara. Nein, zum Glück waren die schon. Da kommt er schon, da kommt er schon, da kommt er schon. Der macht bestimmt hübsche Kinder. Na komm rein. Eden, ich glaube, du... Ich klingle? Nicht helfen. Komm, Essen machen. Später. Eden! Eden! Abwarten. Naja. Ethan, es gewittert. Es gibt gleich was zu essen.
Hoffe ich doch. Mutti. Deine Fenster haben Hunger. Sie haben Hunger. 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 Du hast eine ziemlich starke Persönlichkeit, Lisa. Und das ist genau das, was wir bei einer Köchin so... Oh nein. Hunger. 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 Ja, also ich würde sagen, es gibt heute nicht mehr zu essen. Lisa! Ach, die hängt mal wieder. War denn das? Oh, Spinday. Ah, es lebt. Zuhören, wie Ethan ausflippt. Ethan! Ethan! Oh. Alter! Baby Punka. Wieso Fraba? Aber der Quark. So, die Kinder, können wir es essen. Hau nein. Oh. Ah. Will der jetzt schon wieder hin? Lass das Essen stehen! Es wäre schön, wenn du mal zur Potte kommen würdest, Fräulein. Oh. Was will denn der jetzt bei meinem Kind? Der Typ ist auch anstrengend, oder? Also, echt mal. Oh, Susu. Oh, guck dir mal. Leg das Kind. Leg das Kind wieder rein, das ist meins. Leg's hin. Legst du das hin? Jefana? So. Also, jetzt wartet mal. Ich werde den Part jetzt beenden. Aber der Typ ist ja von sich überzeugt, oder?
Der ist ja absolut von sich überzeugt. Ich meine, er ist ja nun auch ein Schnuckelchen, ne? Meine Schwester hat sich da schon was rausgesucht. Das ist schon ein Hübscher. Aber der ist ja belastend. Der macht alles das, nur nicht das, was er soll. Das kriegt man hin. Eden Lockwood, du bist der Nächste. In dem Sinne freue ich mich, dass ihr mir zugeschaut habt und würde mich noch mehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen von Die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Bis dahin, ciao!